Liebe Gemeinde, Brüder und Schwestern, Emanzen und unterdrückte Ehemänner, Frauen und Jungfrauen und solche, die es gerne nicht mehr wären, oder andere, die hoffen, dass sie es immer noch sehen. Steuerflüchtlinge und Hinterzieher, Seilbahnbauer, Landräte, Bürgermeister und andere Narren. Lasset uns in uns gehen, bereien und fürbitten. Darum erhebet euch oder bleibet sitzen, aber lasset die Hoffnung uns anheim bleiben. Wir haben schon lange keine Hoffnung mehr. Woran mangelt es euch? Es mangelt uns an allem. Was kann ich für euch tun? Das, was dein Herr uns versprochen hat. Daran kann er sich nicht mehr erinnern. Wir aber schon. Das ewige Leben. Das können wir uns nicht leisten. Das Krankenhaus, ein Bettzimmer. Das können wir uns noch weniger leisten. Den Fahrkartenautomat. Gib uns den Schalter wieder. Frau am Steuer. Ungeheuer. Mann mit Hut. Fährt auch nicht gut. Den Fluglärmstaatsvertrag. Kaschte Hasege. Bayerische Politiker, Ehefrauen. Sind steuerlich absetzbar. Gertrud Ursula von der Leyen. Mutter der Kompanie. Birgit Homburger. Zurück an Herd. Alice Schwarzer. Auch Emanzen verschieben Finanzen. Bischof Thebartz van Ehelst. Wasser predigen und Wein saufen. Philipp Rösler. Kein Kind mehr an der Macht. Winfried Kretschmann. Lasst Schwabe zahlen. Seehofers Mautgebier. Lasst Holländer zahlen. Die große Koalition. Merkels rote Stützstrümpfe. Darum wollen wir singen, bitten und danken, wenn unsere Fürbitten erhört worden sind. Verhindere, dass dieser Politklüngel schadet diesem Land. Danke auch für die warmen Worte, danke für manche Schlaflosnacht. Danke, dass ihr in einem Forte solchen Scheißdreck macht. Danke, dass ihr in einem Forte solchen Scheiß weg, Mann. Es schuf der Herr, als er begann, das Geschöpf, den stolzen Mann.
Daneben stellt der O wie schlau ihm zum Vergnügen. Hört, hört, die Frau. Doch dies Paradies ist längst vorbei. Nicht Macho, sondern weiches Ei wurde aus dem stolzen Herrn der Welt ein unterdrückt Pantoffelheld. Vorbei die Zeit mit Bier und Rausch. Schleichend kam der Rollentausch. Und unser Held muss so erkennen, darf seine Frau jetzt Herrin nennen. Sie schickt ihn hin zum Supermarkt, ermahnt ihn noch, dass er nicht parkt auf einer Damenabstellfläche, weil dies Verdruss ihm sicher brächte. Da dort nur Frau darf parken gehen, weil diese Plätze groß und schön, er denkt für sich, ich weiß warum, weil zum Parken Frau zu dumm. Oh. Und dann steht er vor den Regalen und erleidet Höllenqualen. Er kann den Auftrag nicht verstehen. Was ist Anti-Agin-Creme? Traut sich nicht danach zu fragen, kauft stattdessen zum Enthaaren der Gattin Beine, wenn die Stoppeln durch deren Feinstrumpfhose drucken. So konfrontiert mit Weiblichkeit ist man letztendlich auch so weit, dass er sich pflegt wie ein Fräulein schon mit Schönheitsmitteln von Avon. Selbst Achselhaare sind verpönt, das Haupthaar wird dezent getönt, epiliert wird auch der Bärenrücken, glatte Haut tut Frau entzücken. Doch all dies ließe sich noch ertragen, dürfte man noch eines wagen. Es wird uns Männern doch schon reichen, einmal noch im Stehen seichte Bücher lesen. Frauen haben's gern warm, Frauen wollen Geborgenheit. Frauen weinen öfters, Frauen brauchen viel Zärtlichkeit. Doch Frauen sind manchmal entsetzlich. Frauen sind auf dieser Welt ständig so verletzlich. Frauen kaufen Schuh, haben Schränke voll davon. Frauen schocken wie Blöde, Frauen quasseln am Telefon. Und Frauen sind niemals bereit. Frauen simulieren Kopfe und auch Müdigkeit. Frauen werden schwer, waren leicht. Bis zur Hochzeit hat's grad noch gereicht. Wären als Kind schon auf Frau geeicht. Was macht die Frau zur Frau? Was macht die Frau zur Frau? Was macht die Frau zur Frau? Frauen haben Lüste. Frauen sind furchtbar zahm. Kommen ein Damenbart. Oh, Frauen sind immer gescheiter. Frauen verbessern ständig ihre Begleiter. Frauen werden schwer, waren leicht. Bis zur Hochzeit hat's grad noch gereicht. Wären als Kind schon auf Frau geeicht. Was macht die Frau zur Frau? Was macht die Frau zur Frau? Was macht die Frau zur Frau? Frauen führen Ehekriege, Frauen meucheln den Ehemann, Frauen spielen Intrigen, so kommen Frauen an die Kohle ran, Frauen verdellen ins Auto vom Ex-Ehemann. Was macht die Frau zur Frau? 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 Was macht die Frau zur Frau?
ständige Vertretung des Vatikans in Gotsmadinge, die Giftspritzer, mit Sigi Meier, Bernhard Weber, Wolfgang Kramer und Sepp Leitner. Auf die Giftspritze ein dreifach kräftiges Honoro, Honoro, Honoro. Geht hin in Frieden und wenn der zuhört, in Adler. Abmarsch.